Willkommen zu einem nächsten Video von mir. Diesmal erzähle ich euch etwas über den schraffierten Panzerwels. Der schraffierte Panzerwels ist eine kleine Art des Panzerwelses oder der Ordnung der Panzerwelse. Er wird etwa 5 bis 6 cm lang, kommt aus dem Rio des Amazonas und Brasilien, Ecuador sowie Kolumbien, ist dort relativ weit verbreitet. Er sollte in Gruppen zwischen 5 und 10 Tieren gehalten werden. Es sollten dabei etwa pro Männchen 3 Weibchen vorhanden sein, damit sie sich auch weiter fortpflanzen können. Zur Haltung ist zu sagen, das Aquarium sollte mindestens eine Beckenlänge von 70 cm haben. Drunter ist schlecht, weil die Tiere sich sonst nicht wohlfühlen. Sie besiedeln die untere Wasserregion in diesem Becken. Die Wassertemperatur sollte zwischen 22 und 26 Grad liegen. Die pH-Wertspanne liegt von 6,0 bis 7,8, also relativ große Spanne. Und die Gesamthärte von 2 bis 22, diese Spanne ist natürlich sehr groß, was nicht für alle Fische geeignet ist. Ist aber natürlich gut, wenn man sie vergesellschaften möchte, da sie sehr tolerant gegenüber den Wasserwerten sind. Dieser Wels ist ein Allesfresser, er frisst Frostfutter, Futtertabletten, Artemias, Mückenlarven, Algen, sind vor allem super zum Reinigen des Aquariums, wenn die Fische, die im oberen und mittleren Wasserbereich leben, nicht alle Futterreste auffressen, sondern zu viel auf dem Boden fällt, fressen diese Fische die auf. Des Weiteren ist noch zu sagen, dass der Wels auf jeden Fall in dicht bepflanzten Becken gehalten werden soll, wo sie sich drin verstecken können, zwischenher schwimmen können. Aber es sollte auf jeden Fall auch Freiraum zum Schwimmen aufweisen, weil dieser Fisch immer Zugang zur Wasseroberfläche braucht, da er ein Darmatmer ist und auch Sauerstoff durch den Darm aufnimmt. Deshalb muss er ab und zu nach oben und schnappt nach Luft. Und zur Fortpflanzung ist zu sagen, dieser Fisch ist relativ leicht fortzupflanzen, aber dafür ist es wichtig, dass sie relativ weiches Wasser haben. Simulation der Regenzeit soll das hervorrufen, weil diese Fische in der Regenzeit Eier ablegen und dann jungen Nachwuchs bekommen. Ja, ich hoffe, ich habe euch viel über den Fisch sagen können. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf Gefällt mir, lasst ein Abo da und ja, bis zum nächsten Mal.